Hallo ihr lustigen Weltraumstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Battlestar Galactica Deadlock. Wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal unsere lieben kleinen Vipers. Von denen haben wir nämlich jetzt einige. Vor allem, weil wir jetzt halt auch eine Artemis haben. Wir haben jetzt zum allerersten Mal ein Schiff, das richtig, richtig krass bewaffnet ist. Ich will mal gucken, kann ich eigentlich näher ran? Ich möchte mal gucken, wo die Bewaffnung ist. Ist die eher frontal? Oder seitlich? Obendrauf. Ah, die kann wohl rundherum ballern. Ja, was ja bei so einem Teil ja auch durchaus Sinn ergibt. Gut. Wir lassen die erstmal kommen. Ich will gar nicht so schnell voranfliegen. Wir lassen die wirklich kommen. Ganz yes, Commander. Gemächlich ist unser Plan. Yes, Commander. So say we all. Und dann gucken wir mal weiter. Ich habe noch nicht alle Gruppen rausgeholzt, wie ich gerade sehe. Das ist ja mal toll. Moment, ich muss das anders machen. Geschwader. Alle Geschwader. Ja, diesen Fehler habe ich schon wieder gemacht. Halt. Artemis. Geschwader. Alle Geschwader, please. Egal, wir können sie ja so nach und nach drauf ansetzen. Da sind aber auch, glaube ich, echt ein paar größere Teile dabei. Squadron Target is confirmed. Ich schätze jetzt alle auf dasselbe Ziel. Dann sind die Gegner halt auch entsprechend schnell raus. Das Gute ist ja, dass die Vipers sich halt auch wirklich auch wieder immer eigene Ziele suchen. Gut, und ansonsten... nee, der will sich jetzt hier eindrehen. Das will ich natürlich nicht. Der Rest soll jetzt einfach hier ganz langsam weiterdümpeln. So say we all. Und ihr sollt eigentlich... näher kommen. Ich möchte die ein bisschen enger in der Formation hier sehen. IFF confirms unit is hostile. Mhm. Hostile unit identified. Nichts Beeindruckendes dabei. Muss ich an der Stelle einfach mal festhalten. Also nichts, was mir jetzt irgendwie den Schauer yes, über den Rücken jagt. On it, Commander. So, du fliegst so weiter. Gut, dann können wir jetzt zum ersten Mal anfangen, Raketen abzufeuern. Hier ist es C. Okay. Missile tubes prepped. Hier ist es C. Gut, dann gehen wir jetzt hier mal... Ach komm, alles offensiv, offensiv, offensiv. Überall erstmal die Offensivfeuerkraft hoch, damit wir weiter schießen können, damit wir mehr Schaden machen und so weiter und so fort. Energie auf die Waffen! Würde man in Star Trek, glaube ich, sagen. Oder Energie auf die Phaser. Wobei ich nicht mal weiß, mit was die hier schießen. Das kann alles Mögliche sein. Ja. Artemis, natürlich auch auf den Kollegen. Den haben wir schon, den haben wir schon. Und ich warte mit meinen Torps natürlich auch auf die mit den anderen Torps, bis sie in Reichweite sind. Wobei ich eine Sache testen kann. Ich könnte auch mal gucken, ob eine von diesen Torpedos jetzt den hier trifft. Boah, die Bewaffnung. Gut, ich lasse mal von dem Teil hier. Rums die Bums. Missiles incoming. Und sie schießen auf die Artemis. Au. Okay, also das Ding wurde hart getroffen. Das hier ist auch hart getroffen. Der ist sogar schon zerstört, der Nemesis, stelle ich gerade fest. Okay, krass. Dann gehen wir mal auf den nächsten. Den da. Dann auf den da. Die fliegen nämlich gerade eben auf uns zu. Das heißt, die können wenig steuern. Das würde ich ausnutzen. Understood.
hoffe jetzt einfach mal, dass die Artemis das jetzt hier einfach mal übersteht. Nochmal so eine Salve. Wobei das jetzt natürlich gerade eben jetzt nicht die klassische Salve war. So, du brauchst noch ein Target, stelle ich gerade eben fest. Du gehst auf den da los. Ah, und die sind auch freiwillig ins Gefecht gegangen. Sehr gut. Artemis is taking damage. Ja. Und rums. Das waren gute Treffer. Das hat die Frontpanzerung von beiden einfach mal pulverisiert. So say we all. So, wir fliegen jetzt langsam. Wie hoch ist die Artemis? Die Artemis muss ein bisschen höher. Yes, sir. Ich gehe nämlich immer davon aus, dass sie natürlich nicht durch ihre eigene Leute durchschießen können, logischerweise. Also, wir fangen jetzt von oben an. Target. Nummer 1. Nummer 2. Die sollen sich jetzt hier wirklich schön drauf einballern. Und im Grunde wirklich sich aufteilen. Wir haben genügend Feuerkraft dafür. Leg los. Artemis is taking damage. Ja, die Artemis kriegt Schaden. Aber ich glaube, der Schaden ist verkraftbar. Vor allem, weil hier einfach... Oh, ich habe irgendwas hier gerade. Eine Errungenschaft. Nothing but the rain. Rain meinen sie wahrscheinlich den Feuerregen, den wir hier verursachen. Ach komm, einfach. Gib ihm! Artemis is taking damage. Sie geht raus. Muss ich aufpassen, nicht, dass die hier kollidieren. Das sieht aber nicht so aus. Oh, wobei, das hier könnte auf lange Sicht eine Kollision geben. Wir drehen jetzt hier ein. Vor allem versuchen wir das hier schnell zu tun, dass wir nicht erwischt werden. Die Artemis hat schon genügend Schaden gefressen jetzt für meinen Geschmack, deswegen drehe ich sie jetzt mal komplett ein. Du tust hier mal langsam. Ich dürfte eigentlich wieder Raketen irgendwo haben, ne? Lenkrakete abfeuern. Das hat nur noch 31, das bringt nichts. Yes, please. Ne, lädt noch nach. Laden alle irgendwie noch nach. Torpedo abfeuern. Jo. Braucht noch eine Runde. Das war vorhin der Test-Torpedo, deswegen ist der schneller dran. Artemis is taking damage. Also man muss auf die Artemis dann doch mehr aufpassen, als man zuerst denkt. Diese Dinger sind nicht so unverwundbar, wie man erst meint. Hat halt nur ein paar Panzerungspunkte mehr, ne? So, wir haben wieder jede Menge Torps jetzt am Start. Yes, Commander. Ich teile die einfach auf. Ah, der hat gerade eben. Missiles on their way. Nein, du sollst auf den da die Torpedos abfeuern. Artemis hat schon. Jo. Missile tubes prepped. Und damit feuerfrei. Und ich glaube, wir verabschieden uns jetzt an der Stelle von diesen komischen Talons. Noch 7. Wir haben länger durchgehalten, als ich dachte. Understood. Ich habe nicht gedacht, dass sie diesen Feuerregen hier überstehen. Na, zwei, okay, eine war draufgegangen, wie ich gerade sehe. Es sind auch einige Torpedos daneben gegangen, wie ich auch gerade eben feststelle. So say we all. Jetzt kommen wir nicht mehr hinterher. Schade. On it, Commander. Also kreuzen wir mal wieder. Yes, sir. Und lassen auch mal unsere Vipers die Arbeit hier voll machen. Die machen ja auch ordentlich Schaden. Na, ich glaube, wenn man eine reine Flotte oder eine Flotte hätte, die zum Großteil aus diesen Artemis-Schiffen bestehen würde, dann würde die Sache echt anders aussehen. So, Zug beenden, Raketen abfeuern. Nur für den Fall, dass das Ding jetzt nachher noch irgendwie überlebt, aber ich glaube nicht.
Ja, doch, es überlebt sogar noch eine Runde. Komm, beenden. Beenden. Ich möchte mir jetzt es trotzdem mal anschauen. Ich möchte nämlich die Artemis jetzt hier im Replay in Aktion sehen. Wie ihre Kanonen feuern und so weiter. Ich finde es so geil. Man sieht sogar wirklich, wie die Vipers da aus diesen Dingern rauskommen. Ich finde das so geil. Aus diesen Buchten. Oder Hangaren oder wie auch immer. Uiuiui. Viele, viele Vipers am Start. Da ging der erste raus von den Gegnern. Komm, Replay, zeig mir mal die Action von einer Artemis. Bis jetzt hat sie mir noch gar nichts in der Richtung gezeigt. Ja, wir sehen sie jetzt aus der Ferne, aber halt nur aus der Ferne. Wir sehen halt die ganze Zeit, wie die Talons zerlegt werden, ne? Ich glaube, das ist halt das Problem. Wir haben eine zu große Feuerkraft, als dass man der Fokus... Ah, wir können da unten jetzt rechts mal kurz mal sehen. Holla, die Waldfee. Holla. Die sind einfach zu schnell geplatzt. Das kann man, glaube ich, einfach mal so festhalten. Gefühlt jede Runde ein Schiff rausgenommen. Was für ein Feuerwerk. Die Menge an Vipers, ey. Ja, da haben zum Schluss noch die Vipers gekämpft. Ne, also wir sehen, die Artemis hat, was ihre Kanone angeht, gar nicht so sehr im Fokus stehen können. Wahrscheinlich hat die ordentlich Schaden gemacht. Können wir uns das gleich nochmal angucken. Da schießt sie mit ihren Raketen, aber die werden nichts mehr treffen. Ah doch, die haben sogar noch getroffen, krass. War mir gar nicht bewusst. So, jetzt gucken wir mal, was hat die Artemis geschafft hier? Die Artemis hatte eine Genauigkeit von sage und schreibe 78%, das ist beeindruckend. Abgefeuerte Munition 15, verursachte Munitionsschaden 27,3 im direkten Vergleich. Ja, das ist ein bisschen weniger als die anderen, die haben mehr gemacht. Aber es hätte auch dafür getankt. So, und jetzt können wir direkt hier die Mission machen. Komm, lass uns das gleich mal machen. Bekommen wir vielleicht auch wieder mal ein paar Punkte. So, fertig. Einfach reinspringen. Gutes. Fleet Group is jumping in. 3, 2, 1. Boink. Dreadus contacts. Marks are confirmed hostile. Alles klar. Bis jetzt sind es 4. Nicht so viele, aber egal. Wir hauen hier erstmal alle Geschwader raus. Muss ich mal merken, dass ich das bei denen so machen muss. Bei denen kann ich das so machen. Mit der Z-Taste. Wo sind sie denn? Da hinten. Onic Commander. Ja, ich schicke die jetzt wirklich einfach erstmal alle ganz stumpf. Onic Commander. Hier diese Kurve in diese Richtung. Oder weitgehend diese Kurve. Muss es jetzt auch nicht haben, dass die Schiffe da mit irgendwas kollidieren. Onic Commander. Warum hast du dich eingedreht? Du solltest dich nicht eindrehen. Du solltest nur so rüberfliegen. Gut. Zug beenden. Da sind sie plötzlich alle. Blop, 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 blop. Dann stelle ich sich mal vor, man hätte nur noch Artemisen. Wie viele Vipers da am Start wären. So, ja, ihr fliegt jetzt. Warte mal, eigentlich kann ich sogar Turbo machen. Dann sind wir sogar noch mal ein bisschen schneller. On it, Commander. Ich
möchte, dass die... dass meine Flotte da schnell in Feindkontakt kommt. Ja, warte mal, du musst gar nicht so schnell. Der Vorderste muss jetzt nicht unbedingt alleine ganz vorne sein, deswegen bin ich da jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, was das angeht. Gut, dann targeten wir mal Nummer 1 und Nummer 2. Yes, sir. Ja, ich weiß, dass das immer das gleiche ist. Ich mach's ja, deswegen weiß ich das. Jetzt haben wir schon 4 da drauf geheizt. Komm, dann sage ich gleich mal 5. Wie gesagt, das Coole ist ja, dass die dann sofort ihr Ziel wechseln. Das ist ja der Wahnsinn. So. Du klickst nach links, weil du denkst, dass du den dann so triffst. Nee, dann musst du nach rechts klicken. Gut, Zug beenden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal den ersten kleinen Kontakt hier. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier wieder weg von den Turbotriebwerken. Und fangen an, uns hier leicht einzudrehen. Ganz leicht. Leicht und seicht. Wir müssen auch gar nicht so schnell mehr sein. Ja, du kannst noch ein bisschen schneller fliegen. Irgendwie näher ran, ey. Yes, Commander. Du musst runter. Ach nee, warte mal, du musst gar nicht runter, du musst höher. Sonst kollidierst du mit dem Freundchen hier. Gut, er noch. Understood. Und der letzte. Eigentlich dürfte hier niemand jetzt miteinander in Kontakt kommen, der das nicht soll. Ich glaube nicht, dass da die Raider lange Spaß haben hier. Wir haben Kontakt. Boah, die haben aber ordentlich gefressen von der Adamant hier, die MKs. Das ist mal krass. So, wir fangen jetzt mal an, hier die Reichweite der Bewaffnung hochzudrehen. Die werden jetzt sowieso bald auftauchen. Also in Reichweite kommen. Davon ist auszugehen. Yes, sir. Ich habe keine Ahnung, warum ich den jetzt hier... Achso, den habe ich nach oben geschickt. Schicke ich dich auch mal noch weiter nach oben. Bäh, näher ran. Drehen, 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 drehen. So say we all. Und der letzte... möge einfach da bleiben. Sieht alles gut aus. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Boah, guck mal das an. Squadron has gone dark. Das ist krass. Das ist noch nie passiert. Was bist denn du, ein Basisstern? What the fuck? Okay, es wird Zeit für harschere Methoden. Yes, Commander. Sehr viel harschere Methoden. Wir knallen jetzt diesen Basisstern raus mit allem, was wir haben. Understood. Das dürfte langsam genug sein, um das hier einfach mal nicht zu überstehen. Moment. Ich teile meinen Raketenbeschuss ein bisschen auf. Die Artemis hier. Halt. Zurück. Moment, Escape. Nein! Okay. Ziel auswählen. Ja, mach ruhig. Squadron target is confirmed. Artemis, du sollst eigentlich auf den hier schießen. C. Den da, please. Okay, und damit wissen wir jetzt, mit was wir es zu tun haben. Es sind nicht viele, aber es ist unangenehm. Ich sag denen jetzt halt allen, die sollen erstmal auf das hier schießen, bevor ich mich auf sie eindrehe.
und damit wird gedreht. Yes, Commander. Du fliegst auch weiter, gehst höher. Dass du auf gar keinen Fall kollidierst und los geht's. Ja, wir schießen jetzt erstmal diese Raider raus. Der Basisstern. Oh ja, oh ja, oh ja. Da haben wir auch schon Panzerung rausgekloppt. Okay, es wird Zeit hochzugehen und die Folge zu beenden, liebe Leute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, schöne Zeit. Tschüss und Ade.